Ja, ich bin der Adolf Ratzka, komme aus Deutschland, habe in Amerika studiert und wohne in Stockholm. Ich bin promovierter Volkswirt und beschäftige mich seit Jahren mit den gesamtwirtschaftlichen Aspekten des behinderten- und altengerechten Bauens und Städteplanens. Selbst in reichen Ländern, in Schweden, der Bundesrepublik, in den Vereinigten Staaten, immer noch werden Menschen mit Behinderungen abgesondert, betreut, bevormundet, einfach nur, weil sie behindert sind, weil uns eine behindertengerechte Umwelt fehlt. Das alles muss nicht so sein. Alle Menschen mit Behinderungen, und wirklich alle, können freier und selbstbestimmter leben. Jeder kann die Fähigkeit dazu entwickeln. In unserem Film wollen wir zeigen, wie Menschen mit unterschiedlicher Behinderung frei und selbstbestimmt leben. Wir wollen zeigen, Behinderung ist kein Schicksal, Behinderung ist kein medizinisches Problem, Behinderung ist eine Frage der persönlichen und politischen Macht und vor allem Behinderung ist eine Frage des Bewusstseins. Ich weiß, wovon ich rede. Ich lebe mit diesen Problemen seit 25 Jahren. Hier auf dem Bild bin ich gerade 17. Ich war 5 Jahre im Krankenhaus, 4 Jahre davon unnötig, wie im Gefängnis, weil ich damals genauso gesund war wie heute. Ich war behindert nicht, weil ich Kinderlähmung hatte. Ich war behindert, weil mich alle für so furchtbar krank hielten und vor allem, weil ich selbst daran glaubte. Ich wäre heute noch im Krankenhaus wie viele andere, aber ich habe Glück gehabt. Ich habe die richtigen Leute kennengelernt und vor allem, ich hatte die richtigen Vorbilder. Es war dieser kleine Artikel in dieser winzigen Zeitung aus den USA. Ed Roberts erzählt hier, wie er trotz eiserner Lunge an der Berkeley Universität in Kalifornien studierte, damals etwa 1964. Man wollte ihn zuerst nicht zum Studium zulassen, weil er doch so schrecklich behindert war. Er hat sich durchgesetzt. Ed war damals mein Vorbild. Wenn er es kann, so dachte ich, kann ich es vielleicht auch. Damals habe ich vom Krankenhaus aus an Ed geschrieben und ein paar Jahre später, hier auf dem Bild, war ich in Los Angeles und wohnte im Studentenheim. Ich musste lernen, wie man Mitstudenten als Helfer anstellt, anlernt und bezahlt. Ed war der Erste, der das gelernt hat. Und immer mehr folgten seinem Beispiel. Die kleine Zeitung, in der ich von Ed las, wird hier von Ginny und Joseph Laurie in St. Louis, Missouri herausgegeben. Die vielen tausend behinderten Leser aus aller Welt korrespondieren miteinander, helfen sich gegenseitig. Sie verkörpern ein Netzwerk von Information und Zusammenarbeit. Hier wird gerade eine der regelmäßig wiederkehrenden Independent Living Tagungen vorbereitet, mit über 300 Teilnehmern aus aller Welt. Ein Schwerpunkt dieser Tagung: Altwerden mit Behinderung. There's a need around the world, and I hope by bringing this many people together from around the world that we can dramatize this need. Durch diese Tagung mit Teilnehmern aus aller Welt hoffen wir, die Bedürfnisse Behinderter zu demonstrieren und konkrete nationale und internationale Strategien zu entwickeln. Die Polio-Leute zeigen den Weg zum selbstbestimmten Leben außerhalb von Heimen mit Hilfe von persönlichen Assistenten. Ginny ist mit dem Thema Behinderung aufgewachsen. 3 von 5 Geschwistern erkrankten an Polio. Wir hatten unterschiedliche Therapievorstellungen. Unser Vater war Arzt und sehr bestimmend. Richtig altmodisch. Mein Bruder sollte alles selber können. Üben, üben, das war sein Spruch. Aber wir haben immer alles zusammen gemacht. Er starb an Unterbeatmung. Die erste Nummer der Gazette, die herauskam, widmeten wir, meine Schwester und ich, unseren 2 Schwestern und unserem Bruder, die an Polio starben. Sie waren zu früh geboren.
Sie könnten noch leben, wenn sie das Wissen gehabt hätten, das wir heute zur Verfügung haben. Viele könnten heute noch leben. All right. It's too much. I better move out of here. Listen, Bob, I'll wrap my hose around your neck and take you home with me. Hier sind wir auf einer außergewöhnlichen Tagung. Diese Menschen sehen sich nicht mehr als traditionelle Patienten. Wir sind gekommen, um miteinander und mit Ärzten zusammenzuarbeiten, als ebenbürtige Gesprächspartner, als Experten in eigener Sache. Wir treffen uns regelmäßig auf solchen Tagungen. Freundschaften entstehen, Erfahrungen werden ausgetauscht, Projekte entwickelt. Wow, you big pig! This resembles my right foot. I'm sensitive. You're sensitive, well, you sure can't show it by your drawing. Bob, you really are. Our welcome to our second International Postfolio Conference, symbolized by the omnipresent Chinese flu signs, which means happiness, prosperity, and all good wishes to you. You who were patients, you left the hospital as patients, and you adapted. Ihr, die ehemaligen Patienten, seid aus den Krankenhäusern ausgezogen und habt gelernt, draußen ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ihr steht im Leben als Eltern, Großeltern, in den verschiedensten Berufen und Aufgaben. Ihr habt vielfältigste Erfahrungen, das Leben in die Hand zu nehmen. Lasst uns lernen voneinander. Ihr seid Experten in eurer eigenen Sache. Ihr selbst habt eure Assistenten organisiert, eure Atemgeräte, eure Gesundheitspflege, euer Leben. Was für eine Kraft ist hier in euch versammelt? Ihr demonstriert den großen Unterschied zwischen chronischer Krankheit und gesunder Behinderung. Man braucht nicht zu spekulieren, ob selbstbestimmtes Leben und Arbeiten außerhalb von Heimen für Menschen mit Atembehinderungen möglich ist. Ihr seid der lebende Beweis. Each of you, whether professional, disabled or a combination, comes as an expert and as a learner. You all have so much to teach and to learn from each other. Before we talk about mouth positive pressure, I should generalize a bit and state. Dr. Augusta Alba ist Professor für medizinische Rehabilitation in New York und die wohl bedeutendste Expertin auf dem Gebiet der Überdruckbeatmung durch den Mund. Überdruckgeräte erzielen die gleiche Beatmungseffizienz wie die eiserne Lunge, aber sie sind effektiver als Kürass und Schaukelbett. Die meisten von uns bekommen mit zunehmendem Alter gesundheitliche Probleme aufgrund von Atemschwierigkeiten. Viele Ärzte nehmen diese Todesfälle als Teil unserer medizinischen Prognose unkritisch hin. Die Ursache wird meist nicht erkannt, nämlich Schwäche der Atemmuskulatur und daher chronische Unterbeatmung. Es waren Atembehinderte selbst, die diese Zusammenhänge aufdeckten und bessere Beatmungsgeräte zur Kompensation und Vorbeugung verlangten. Überdruckgeräte oder die herkömmlichen Unterdruckgeräte. Die Wahl der Methode hat weitreichende Konsequenzen für unseren Lebensstil. Sunny Weingarten aus Denver, Colorado, ist einer von vielen, die ihre eigenen technischen Hilfsmittel entwickelt haben. Hier seine eiserne Lunge, für die er auf der Konferenz wirbt. Sie liegt bei einem Bruchteil der herkömmlichen Geräte, ist sparsam im Stromverbrauch und kann im Auto montiert werden. Susan Albrecht aus Cleveland, Ohio, benutzt seit 30 Jahren eine eiserne Lunge. Hier testet sie Sunnys Erfindung. Hast du an Überdruckgeräte gedacht? Natürlich gefällt mir die Idee, nur mit dem Überdruckgerät, mit dem Atemschlauch im Mund zu schlafen. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich fertig bringe. Denk an deine Mobilität.
Du kannst doch mit dem Kasten nicht reisen. Glaub mir, Adolf, wenn ich allein mit einem Überdruckgerät, mit einer Maske leben könnte, ohne diese Lunge, ich würde meinen linken Arm geben, nicht meinen rechten, aber meinen linken, mitsamt dieser Erfindung da, die mich 3 Jahre meines Lebens gekostet hat. Ich weiß genau, wie du dich fühlst, wie frei, wie beweglich. Ich kann auf die Lunge nicht ganz verzichten. Mit der Beatmung durch den Mund allein komme ich nicht aus. Deine Maske mit Beatmung durch Mund und Nase habe ich offen gesagt noch nicht ausprobiert. Die sogenannte eiserne Lunge hat sicher ihre Berechtigung, zum Beispiel in der Behandlung von Lungenentzündungen. Aber die Methode ist 50 Jahre alt und auf den Krankenhausbetrieb zugeschnitten. Die neueren Überdruckmethoden durch Mund und Nase dagegen wurden von den Betroffenen selbst gefordert und zum Teil von ihnen entwickelt. Sie sind nicht nur effektiver, sondern machen uns zugleich unabhängiger und beweglicher. Hier zum Beispiel Gary McPherson aus Edmonton, Kanada. Er hat seine eigene Atemhilfe zum Schlafen entwickelt. Garys Mundstück ist speziell seinen Zähnen nachgeformt und ist dadurch so verankert, dass es beim Schlafen nicht herausfällt. Mein Mundstück zum Beispiel ist ähnlich gebaut, aber es leitet die Luft durch Mund und Nase. What happens when the pressure comes on is that the lips are pushed against the inside of the shield and there's a seal there. Now this is my face mask. Hier meine Gesichtsmaske, die ebenfalls Luft durch Mund und Nase passieren lässt. Derartige einfache Geräte ersetzen in vielen Fällen Luftröhrenschnitt und Kanüle. Mit dieser Maske lebe und reise ich schon seit über 3 Jahren. Sie ist viel effektiver als die herkömmlichen Geräte, die ich vorher hatte. Und außerdem viel einfacher zu mitnehmen. Für diese Maske reicht ein kleines Beatmungsgerät, das ich über meine Rollstuhlbatterie oder jede Autobatterie speisen kann. Gravity and forcing the diaphragm up. If you're lying down, it doesn't work nearly as well. That's about 22. Reicht das für dich? You want to turn it up a little bit? There's 20. Man kann dieses Gerät an die Steckdose anschließen. Gleichzeitig ist es tragbar. Es arbeitet mit einer 12-Volt-Batterie 24 bis 30 Stunden. Die Industrie stellt sich allmählich auf unsere Forderungen ein. Sie entwickelt kleine und leichte Geräte, die man überall mitnehmen kann. Es geht auch einfacher und billiger. Hier ist Jill Whitworth aus London. Sie benutzt dieses simple Gerät auf Reisen. Ein Blasebalg, durch Gewichte zusammengedrückt und von einem Scheibenwischermotor wieder hochgezogen. Jill benutzt dieses Mundstück zusammen mit dem Blasebalgmotor zum Schlafen. Ein Gerät, das in jedem Land der dritten Welt hergestellt werden könnte. Hier 4 Beatmungsexperten am Rande der Konferenz. Von rechts nach links Dr. Augusta Alba, Sunny Weingarten, Susan Albrecht und Dr. Jeffrey Spencer, Klinikchef aus London. Wir sprechen über Lebenserwartung und Lebensqualität trotz Atemgerät. Wir sind uns einig mit fortschrittlichen Ärzten wie Alba und Spencer. Wir brauchen keine Betreuung. Wir können außerhalb von Heimen leben und arbeiten, wenn wir selbst die Verantwortung für unsere Geräte und unsere Gesundheit übernehmen. May not be alive outside an institution, the hospital. Naja, es ist ziemlich sinnlos, sich über Lebenserwartung Gedanken zu machen, wenn man in einer Institution lebt. Da will man ja gar nicht besonders lang leben. Betreuung ist einseitig auf Überleben ausgerichtet, Selbstverantwortung auf Lebensstil und Lebensqualität. Überleben kann ich auch durch bloße Betreuung. Aber zu Lebensstil und Lebensqualität kann ich nur durch Selbstverantwortung kommen. Und das ist erlernbar. Klar, nicht jeder hat die gleichen Möglichkeiten, aber jeder kann dazulernen.
Dr. Spencer ist einer der größten Experten für chronische Unterbeatmung. Es ist unter den Ärzten noch sehr ungewöhnlich, wie er die Verantwortung zwischen Arzt und Behinderten aufteilt. Ärzte betrachten eure Situation im Allgemeinen als eine Krankheit, die nicht aufhört. Aber es sind die Folgen einer Krankheit, mit denen ihr zu leben habt, in einer Lebensweise, die dem Einzelnen am besten passt. This mouthpiece, this face mask, is a matter of lifestyle to me. So it depends on how much. Dieses Mundstück, diese Atemmaske, ist eine Frage des Lebensstils für mich. Wie viel Kontrolle über mein Leben soll ich dabei Ihnen als dem Experten überlassen? Und wie weit kann ich selbst über mein Leben bestimmen? Meines Erachtens muss ich als bewusster Verbraucher, also nachdem Sie mich über das medizinische Risiko informiert haben, selbst über meine Lebensweise und das damit verbundene Risiko entscheiden können. Ganz recht. Das wichtige Wort hier war der informierte, der bewusste Verbraucher. Das sind Sie mit Ihrer langjährigen Erfahrung. Aber es fällt Ärzten schwer, Menschen mit Behinderungen diese Entscheidung zu überlassen, zu der sie das Recht haben. Und darin liegt der Unterschied zwischen dem, der als Behinderter einen bestimmten Lebensstil wählt, und dem, der tatsächlich krank ist. Eigenverantwortung erfordert ein neues Bewusstsein. Wir sind nicht krank, wir sind nicht Patienten, wir sind Experten in Fragen unserer Gesundheit und Lebensqualität. Je mehr wir unserer Kraft und unserem Wissen vertrauen, desto weniger brauchen wir die Betreuung durch andere. Nicht nur das, Statistiken aus den USA beweisen, dass wir außerhalb von Heimen sogar gesünder leben, zum Beispiel wesentlich weniger Infektionen haben. Dr. Ron Dunneff ist erfolgreicher Hautarzt in Chicago. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Also es passiert immer wieder, dass ich empfohlen werde. Und der Patient kommt zu mir und sagt überrascht, oh, niemand hat mir gesagt, dass Sie im Rollstuhl sitzen. Vor 30 Jahren, kurz vor Abschluss seines Medizinstudiums, hatte er Polio. Als Atemstütze benutzt er nachts die eiserne Lunge, tagsüber das Überdruckgerät. Das Beispiel Ron Dunneff ist sicher nicht auf jeden von uns übertragbar. Das ist mit diesen Bildern auch gar nicht gemeint. Aber wir sehen, wie wenig eine derartige Behinderung bei der Ausübung eines qualifizierten Berufs tatsächlich behindert. Die Wirklichkeit schaut so aus, dass die meisten Menschen mit einer solchen Behinderung keinen Beruf ausüben und noch dazu in Heime gesteckt werden. Technik bestimmt heute unsere Überlebenschancen und unsere Lebensqualität. Menschen mit Atembehinderungen wird diese Abhängigkeit täglich bewusst. Wie geht Ron Dunneff damit um? It would be a horrible quality of life to live every day in fear. Es wäre schrecklich, jeden Tag mit der Furcht zu leben, sterben zu müssen, weil der Strom ausfallen könnte. Also lebe ich mein Leben und überlasse diese Sorge anderen. I'm comfortable with this. I do it all the time. I see no point in pushing myself. Wenn ich müsste, könnte ich viele Stunden lang selbst atmen. Es würde mich sehr ermüden, aber ich könnte es. Darüber hinaus kann ich mit meiner Autobatterie und der Batterie am Stuhl 1 bis 2 Tage auskommen. Beyond that, I can adapt something from my battery on the car. I have enough battery on my chair to run for a couple of hours. You know, barring a natural disaster of tremendous proportion. I'm sure I could get by for a day, 2 days, and I have faith in my friends. I have many. Und dann vertraue ich auf meine vielen Freunde. Die würden sofort kommen und nachschauen, was sie für mich tun können. Ich mache mir weniger Gedanken über das Überleben als darüber, effektiv zu bleiben. Die Antwort darauf: mehr und mehr technische Hilfen. And I think the only answer to that is probably to figure out more and more adaptive mechanisms to continue to use. Sie werden also bis zum letzten Atemzug kämpfen. Nicht kämpfen,
Ich war niemals ein Kämpfer. Es ist eine Frage der Anpassung. Wir passen uns an, um zu leben. Für mich ist Vegetieren kein Leben. Es gibt Leute, die haben keine andere Wahl. Ich kontrolliere meine Umgebung, du sicher auch. Wenn ich etwas positiv beeinflussen kann, dann tue ich's. Ich kann nicht passiv bleiben. Zurück zur Konferenz. Vom Thema Gesundheit und Eigenverantwortung zur Frage, wie organisiert man am besten die praktischen Hilfen zum Alltag. Theresa Ducharme aus Winnipeg, Kanada, berichtet über ihre Erfahrungen. The day I received the life-supporting respirator in 1975, the doctors stated I would never leave the hospital. An dem Tag, als ich das Atemgerät bekam, sagten die Ärzte zu mir, Sie werden das Krankenhaus nie verlassen können. Heute danke ich Gott, dass ich die wertvolle Gelegenheit hatte, das Unmögliche zu schaffen. 7 Jahre lang habe ich überlegt, einen Heiratsantrag anzunehmen. Ich konnte mir nicht vorstellen, für meinen Mann etwas anderes als eine Last zu sein. Das staatliche System bot uns an, entweder professionelle Hilfe zu Hause oder ich lebe in einem Heim, mein Mann außerhalb. Für uns war das nicht akzeptabel. Es war ein langer Kampf. Heute habe ich meine eigenen, von mir angelernten und angestellten Assistenten für zu Hause und im Beruf, während mein Mann seiner eigenen Arbeit nachgeht. Wir nennen diese Hilfe persönliche Assistenz. Persönliche Assistenz deshalb, weil Theresa aus ihren persönlichen, individuellen Bedürfnissen heraus die Arbeitsbedingungen bestimmt und entscheidet, wer, was, wie und wann für sie arbeitet. Was sind die Alternativen? Sind nicht ambulante Dienste und ausgebildete Fachkräfte sicherer und bequemer? Aber wo führt das hin? Wenn wir uns betreuen und pflegen lassen, wird unsere Wohnung zum Krankenhaus. Was heißt das konkret? Lass mich sehen, wie es dem Usambara-Veilchen geht. Sehr hübsch. Dreh's ein wenig. Steck den Finger in die Erde. Ist es trocken? Ich gebe ihm später Wasser. Dreh mich mit dem Kopf zur Küche, damit ich besser sehen kann, was du machst. Hier sind wir zu Hause bei Susan Armbrecht. Sie wohnt in einer ganz gewöhnlichen Dreizimmerwohnung in Cleveland, Ohio. Heute Abend sind wir auf Besuch. Deshalb beschäftigt sie ausnahmsweise 2 Assistentinnen. What, Susan? I've got the stems cut up. I was going to cook the stems at a different time. I was going to put the stems in earlier. Die Assistenten ersetzen Susans Arme und Beine. Nach ihren Anweisungen führen sie die Arbeiten aus, die Susan nicht selbst machen kann. Okay. I'll check on you later to see what you're doing. Don't forget to enter the balance in the checkbook. Susan sucht sich ihre Leute selbst aus, lernt sie an und bezahlt sie. You were at the co-op how long? I left at 12:30 and it's almost. Carol sagt hier, wie lange sie zum Einkaufen gebraucht hat. Dann macht Susan mit ihr aus, wann Carol das nächste Mal zum Arbeiten kommen soll. Susan und ihre Assistenten arbeiten direkt miteinander, ohne Einmischung eines Sozialarbeiters. Sie ist Arbeitgeber, sie lässt sich nicht betreuen, sie ist der Chef. Das sieht man an ihrem Auftreten, das hat ihr Bewusstsein geprägt. Isn't it a big job to be a personnel manager? For so many people. It takes up about 90% of my activity. Die Arbeitseinteilung, das kostet mich die meiste Zeit. Meine Leute arbeiten stundenweise. 2 Stunden an einem Tag, das nächste Mal 3. Wer gerade arbeitet, das hängt vom Wochentag ab. Liz kommt 2-mal in der Woche nach den Vorlesungen. Jennifer hilft mir am Samstagmorgen beim Aufstehen und 2 Abende in der Woche beim Zubettgehen. Leona kommt 1 Abend in der Woche. Ein paar Leute bekam ich durch Anzeigen im Lokalblatt, andere durch meinen Freundes- und Bekanntenkreis. Das Independent Living Center hier hat mir auch ein paar Leute vermittelt. Oder zum Beispiel meine Freundin Marianne. Wir sind sowieso oft zusammen. Sie kann ein bisschen Geld gut gebrauchen und ich brauche jemand, der mit mir kocht. Susan sagt, jemand, der mit mir kocht. Mein Mundwerk ist immer dabei.
Ich habe eine Rente von $330 und eine Halbzeitarbeit von etwa $35 die Woche. Der Staat Ohio hat jetzt eine Pflegeversicherung, eine fantastische Sache. Damit kann ich meine Assistenten bezahlen. Das Geld wird direkt an mich ausbezahlt. Ich bin jetzt Arbeitgeber. Ich weiß zwar nicht, wie man als Arbeitgeber auftritt, aber ich bin Arbeitgeber. Ich kann $140 pro Woche Lohn zahlen. I don't know how to act as an employer, but I'm an employer. And I get money from them. And then I hire, I'm allowed $140 a week. Did you get any mint? Yes. Let me see. Let me smell and see. Let me smell. Oh, it smells good. That's good. That'd be good. Why don't we put it around the fruit? Wash it maybe in the Tom, here im Bild. Ist ihr Freund und teilt ihre Wohnung. Welche Rolle hat ihr Freund? Ich frage Susan, ob Tom auch für sie arbeitet. I never pay my friends. You never pay them? Yeah. But friends help you too? Yes, I do pay, yeah. Bezahlte Freunde? Entschuldige, aber Freunde bezahle ich nie. Ich bezahle, wenn jemand was arbeitet für mich. Oh. Three. But you used to get paid. Way back, huh? Yeah, way back. How about Tom? Tom? Ja, ich bezahle Tom teilweise, weil ich jetzt Geld dafür bekomme. Weil er nicht nur die Wohnung mit mir teilt, sondern auch viel für mich macht. Ich möchte das nicht ausnutzen. Dass er hier ist, bedeutet ja nicht, dass er nichts anderes vorhat. Er ist hier, weil er das will. Gleichzeitig brauche ich ihn hier. Ich versuche, so viel wie möglich selbst zu machen und mich nicht auf eine einzige Person zu verlassen, weil das mit der Zeit eine Beziehung zerstört. Ich möchte unabhängig sein, egal mit wem ich gerade zusammen bin. I like to feel like I'm living my life as myself, you know, and whoever happens to be around. Also, I utilize their body as well. Ich brauche das Gefühl, ich lebe mein eigenes Leben. Ich kann mir jemanden zum Putzen anstellen und bezahlen. Ich benutze ja seine Muskeln. Freunde kann man nicht anstellen. Susans Beispiel zeigt, wenn wir uns selbst als gesunde und mündige Menschen sehen und von anderen so gesehen werden wollen, müssen wir die organisatorischen Formen und Begriffe finden, mit denen wir uns selbst achten und von anderen geachtet werden. Bei professionellen Diensten müssen wir unser Leben den Bedürfnissen der Organisation anpassen. Dieses System persönlicher Assistenz, wie es sich Susan aufgebaut hat, gibt ihr Selbstbestimmung, nicht nur im Alltag zu Hause, sondern auch in der Arbeit, in der Freizeit und auf Reisen. Susan arbeitet für eine Speditionsfirma, für die sie per Telefon Aufträge sucht. Damit verdient sie $35 in der Woche. Sie könnte mehr verdienen, aber dann würde sie ihre Rente verlieren. Ja, Mrs. Brunner? Hier ist Susan Armbrecht again. Mrs. Brunner, hier ist nochmal Susan Armbrecht von Word Atlas. Sie haben Ihr Haus noch nicht verkauft? Und dabei haben Sie schon so lange gewartet. Hat sich's denn schon jemand angesehen? Viel Glück. Auf Wiederhören. Bye bye. Mrs. Grissom? Yes, Susan Armbrecht again for Ward Atlas Van Lines. Well, not yet, huh? Everybody keeps telling me the same thing. Yeah, any luck? I mean, no one coming to see the house? Oh, huh? Right. Well, let me check with you later. Okay, bye-bye. Susan hatte vor 30 Jahren Polio und wie so viele andere von uns spürt sie, dass ihre Muskeln mit zunehmendem Alter schwächer werden. In den letzten paar Jahren merke ich, dass mir die Hand beim Schreiben immer mehr zittert. Ich habe nicht mehr die Kontrolle wie früher. Das Bild hier und die Zeichnungen für diesen Kalender hat sie noch vor ein paar Jahren für Freunde gemacht. Heute könnte sie das nicht mehr. And one day I went into the studio and they said, we have something to show you. And they had put it all together. By the time I worked one day with my arm, writing and doing the telephone work, this is the only arm I can use. Das ist der einzige Arm, den ich benutzen kann.
Und wenn ich einen ganzen Tag damit schreibe und telefoniere, ermüdet er. Die Muskeln schmerzen und ich habe keine Kontrolle mehr. Susan muss damit rechnen, dass ihre Behinderung mit dem Alter zunimmt. Wie geht sie damit um? Es ängstigt mich. Ich bin hysterisch und sehr bedrückt. Damit habe ich nicht gerechnet. Nach 30 Jahren Polio fühlte ich mich sicher, kannte meine Begrenzungen. Nun ändern sich meine Begrenzungen. Ich weiß nicht, was das nächste Jahr bringt. Ich versuche es zu ignorieren und gleichzeitig daran zu denken. Ich habe nicht die Absicht, mit allem aufzuhören. Ich muss es halt ein bisschen anders tun. But I still go out and do things. You said you pressed at the same time you laughed. Yeah, at the same time, Ollie. Well, you know. Susan braucht nachts die eiserne Lunge. Dadurch lässt sie sich so gut durchbeatmen, dass sie tagsüber ohne Atemstütze auskommt. So you stand there at 12 hours? About, yeah. 10 to 12, at least 10. Hopefully 12 sometimes. I just need my rest. Ich frage Susan, warum sie so gerne da drinnen liegt. Es ist wie im Mutterleib. Ich liege bequem auf meinen verschiedenen Kissen und kann mich vollkommen entspannen. Der Apparat atmet für mich und ich spare meine Kräfte. Ich gehe gern auf Reisen und dann benutze ich andere Beatmungsmethoden. Aber daheim brauche ich die Lunge. Ich bin wahrscheinlich nicht nur körperlich, sondern auch gefühlsmäßig von der Maschine abhängig. Wenn ich alleine bin und noch in der Lunge liege, habe ich das Telefon hier neben meinem Kopf. Wenn ich diese rote Feder mit meinem Mund, so wie jetzt, biege, dann schaltet sich die Vermittlung ein und ich sage die Nummer, die ich haben will. Ich bin also nie allein. Falls irgendetwas passieren sollte, kann ich immer einen Nachbarn oder sonst jemanden erreichen. Or answer the phone if I'm alone. So. So how many telephone numbers? Wie viele Telefonnummern hast du im Kopf? Oh, probably hundreds if I. Wahrscheinlich einige hundert. Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis für Telefonnummern. Das ist eine Überlebensfrage. Susan sagt, dass sie ständig auf der Hut sein muss und er sich nicht leisten kann, sich mal gehen zu lassen. Es ist schwierig, sich zu entspannen, wenn man völlig von anderen Leuten abhängig ist, in allem, was man machen möchte. Ich muss zum Beispiel ständig aufpassen, dass der Lungenmotor geölt wird und nicht mitten in der Nacht durchbrennt. Ich muss dauernd wachsam sein, wachsam, weil es mein Leben ist. Wenn ich mich nicht darum kümmere, fühlt sich keiner so richtig dafür verantwortlich. Ich kümmere mich um diese technischen Dinge, auch wenn ich selbst nicht technisch veranlagt bin. Aber ich habe Leute, die sich damit auskennen und es für mich machen. Wie fühlt man sich, wenn man ganz für sein Leben verantwortlich ist? It's a big job. It takes a lot of energy and all my time. Es ist harte Arbeit und kostet eine Menge Energie und meine ganze Zeit. Ich versuche, alles zu machen, was ich machen will. Wenn ich dazu Hilfe brauche, dann versuche ich, sie mir zu beschaffen. Es ist mein Leben. Ich bin dafür verantwortlich und ich kann es leben, wie ich will. Ich bin ein ganz normaler Mensch, nur eben halt behindert. Susan sagt von sich, ich bin ein ganz normaler Mensch, nur eben behindert. Ich meine, Susan ist ein Vorbild. Ihr Beispiel ist auf viele von uns übertragbar. Trotzdem lassen sich die meisten von uns betreuen, das heißt bevormunden. Das System der professionellen Dienste unterscheidet sehr klar zwischen Objekt und Subjekt. Subjekte sind die Profis, wir sind die Objekte. Da das System von Profis geleitet wird, definiert man Fortschritt als mehr Professionalisierung und Ausbildung der Helfer. Wir sagen, wenn schon Ausbildung, dann brauchen wir mehr Ausbildung, wie wir unsere Helfer anstellen und anleiten. Erinnern wir uns an Ed Roberts. Mit Ed als Vorbild gelang mir damals der Sprung vom Krankenhaus an die Universität. Ich habe mitgemacht beim allerersten Independent Living Center vor zwei Generationen. Ich bin nicht der Vater, ich bin schon der Großvater der Independent Living Bewegung. Unter Eds Leitung organisierten sich die behinderten Studenten in Kalifornien in den 60er Jahren. Sie lernten von der Studentenbewegung, den schwarzen Bürgerrechtsaktivisten und der Frauenbewegung.
Heute ist daraus eine weltweite Bürgerrechtsbewegung von Behinderten geworden, die Independent Living Bewegung. Das Wichtigste der Independent Living Bewegung ist ihre Philosophie, ihre Ideologie. Grundlage ist, alle Menschen haben Fähigkeiten. Wir nehmen niemanden aus. Aber die professionellen Betreuer denken negativ über uns, weil sie ständig darüber reden, wo unsere Grenzen sind. Independent Living ist ein Werkzeug für Menschen mit Behinderungen, sich und anderen zu helfen, Kontrolle über ihr Leben zu übernehmen. Niemand ist für uns zuständig. Niemand betreut uns außer wir selbst. Nehmen wir Kalifornien. Dort leben etwa 25 Millionen Menschen. Davon haben etwa 5 Millionen Menschen irgendeine Art von Behinderung. Das ist eine riesige Zahl. Wenn wir uns dessen bewusst werden, wenn wir uns nicht absondern lassen, wenn wir in die Gesellschaft hineingehen, dann sind wir auch eine riesige politische Kraft. This is a historic place. Auf Deutsch, wir sind hier an einer historischen Stelle. An diesem Ort wurde eines Nachts vor 15 Jahren etwa ein halber Eimer Beton hingeschüttet, um diese Rampe zu erzeugen. Diese Rampe war vor 20 Jahren Gegenstand einer Auseinandersetzung. Die Behörden von Berkeley waren nicht bereit, Rampen zu machen. So kam es, dass unsere Leute, die Behinderten von der Independent Living Bewegung, diese Rampen selbst machten, bis die Politiker schließlich kapierten. Einige Jahre später besetzten sie einen Monat lang Regierungsgebäude und erzwangen damit die gesetzliche Gleichstellung Behinderter mit Nichtbehinderten, damit sich alle frei in der Stadt bewegen können, ob zu Fuß, mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Skateboard. Nach dem Antidiskriminierungsgesetz müssen in allen größeren Städten der Vereinigten Staaten behindertengerechte Busse im regulären Linienverkehr eingesetzt werden. Die Grundlage dieser Reformen bildet der Paragraph 504, das Antidiskriminierungsgesetz von 1977. Die Independent Living Bewegung erzwang dieses Gesetz durch jahrelangen politischen Druck und zahllose Demonstrationen. 28 Tage lang besetzten in San Francisco Rollstuhlfahrer, Sehbehinderte und Menschen mit anderen Behinderungen Regierungsgebäude. Heute ist Berkeley der Inbegriff eines neuen Krüppelbewusstseins, des politischen Kampfs um gleiche Lebensbedingungen und gleiche Rechte für Menschen mit Behinderungen. Die Independent Living Bewegung besteht aus einem Netzwerk von Selbsthilfegruppen, die auf drei Ebenen arbeiten. Training und Bewusstseinsveränderung, Vermittlung von Diensten, die uns ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen, und politische Arbeit für gleiche Bürgerrechte für Menschen mit Behinderungen. In Berkeley wurde die erste dieser Selbsthilfegruppen gegründet. Hier das CIL, Center for Independent Living. Du bist anscheinend der Boss hier. Was ist das für ein Laden? Das hier ist ein Independent Living Center. Hauptaufgabe ist, Behinderten die passenden Dienstleistungen zu vermitteln, um zu verhindern, dass sie in Institutionen und Heimen enden. Macht ihr hier denn bessere Arbeit als die anderen? Das glaube ich schon, weil hier die Richtlinien für unsere Arbeit von Behinderten selbst bestimmt werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Stellen, wo Profis für Behinderte arbeiten, ohne dass Behinderte selbst etwas zu sagen haben. Was heißt ihr Bürokrat? Zu meinem Job gehört, dass ich ein Bürokrat bin. Da, notfalls habe ich auch eine Krawatte. Du schaust ja auch nicht aus wie ein Intellektueller.
Also, ich betrachte mich als Profi und gleichzeitig auch als Teil der politischen Behindertenbewegung. Um hier arbeiten zu können, genügt es nicht, nur Profi zu sein. Man muss auch den politischen Überblick haben und selbst erlebt haben, was es heißt, behindert zu sein. Und dafür zu kämpfen, dass man als Behinderter die gleichen Rechte bekommt wie andere auch. I consider myself a professional, but I think it takes more than just a professional to be an administrator in an independent living program. In den Vereinigten Staaten gibt es mittlerweile ungefähr 200 solcher Centers for Independent Living. Die Aufgabenbereiche sind Beratung, Training zur Alltagsbewältigung, Wohnungsvermittlung und Hilfe beim behindertengerechten Umbau, Rechtsberatung und Begleitung bei Behördengängen, Assistentenvermittlung, Programme für Menschen mit psychischen und geistigen Behinderungen, Rollstuhlreparatur. Die Mehrzahl der Angestellten und des Vorstands müssen laut Satzung selbst eine Behinderung haben. Hier arbeiten Menschen ungeachtet der Art ihrer Behinderung zusammen. In traditionellen Behindertenorganisationen haben wir uns nach medizinischen Gesichtspunkten in Diagnosegruppen zersplittern lassen. Diese bekämpfen sich gegenseitig und werden oft von Ärzten und Philanthropen geleitet. Diese sind nicht behindert und behandeln ihre behinderten Mitglieder wie Patienten. Die Arbeit des Centers baut auf Selbsthilfe auf. Weil wir die besten Experten sind, können wir voneinander lernen und uns gegenseitig unterstützen. Die Independent Living Bewegung hat daraus ihre eigene Pädagogik entwickelt, das Peer Counseling. She's slower than I am. She needs more help, I think. Luca Biu war früher Landarbeiter. Er wohnt in einem gewöhnlichen Einfamilienhaus in der Nähe von Berkeley. Before I had this bed sore, I was living in Berkeley and I was working there as a counselor. Zurzeit kuriere ich eine Druckstelle aus. Sonst arbeite ich als Peer Counselor mit Leuten, die gerade mit hoher Querschnittslähmung ins Krankenhaus gekommen sind. Spinal cord injury. Patients. And I counsel them when they first receive their injury. Wenn ich jemanden im Krankenhaus besuche, ich gehe nur hin, wenn ich darum gebeten werde, dann ist der andere erst einmal geschockt. Vielleicht will er jemand wie mich nicht sehen. Er sieht in mir seine eigene Zukunft im Rollstuhl, jemanden, der mit dem Kinn den Rollstuhl steuert und am Atemgerät hängt. Ich stelle zunächst keine Fragen, sondern erzähle von mir, um zu zeigen, dass es eine Chance gibt, draußen in der Gesellschaft zu leben, anstatt in ein Heim abgeschoben zu werden, solange der Kopf noch funktioniert. When I'm in that chair and they look at me, operating in the chair with my chin and breathing on a respirator, they probably see themselves sitting in my chair, and that's very difficult to take, especially when you're laying in bed. Thinking, you know, how your life is going to be. So what I mainly do is tell them about myself and I try not to ask them any questions at the beginning, just to let them know that there is a chance for them to live in the community and not be institutionalized, because the mind is still functioning. And if I could show other people that I am out in the community, then they also may be able to come out and live in the community.
Du stell dir vor, er verließ das Krankenhaus. Und dann von allen Seiten kam Hilfe. Alle diese Leute hier halfen ihm. So habe ich damals auch von Kameraden Hilfe bekommen. Sie zeigten mir, wie sie ihre Probleme lösen. Ich dachte, wenn die ihren elektrischen Rollstuhl mit den Fingern steuern, dann mache ich es eben mit dem Kinn. Es gibt sicher eine Menge Leute, die noch schlechter dran sind als ich und die draußen in der Gesellschaft statt in Heimen leben könnten. Denn der Kopf funktioniert ja. Und das ist die Hauptsache. Denn Hilfen kann man sich immer verschaffen. Because it's mainly the mind. And if the mind is functioning, that's all that counts. When I moved out into the Berkeley. Als ich vom Krankenhaus nach Berkeley in eine Wohnung zog, hatte ich Angst, weil ich gewohnt war, immer jemanden um mich zu haben. Und jetzt war ich plötzlich allein und auf mich gestellt. Finde ich immer rechtzeitig jemanden? Wenn man ständig ein Atemgerät braucht, hat man Angst, dass zum Beispiel der Apparat stehen bleibt. Aber ich fühlte, dass ich den Schritt wagen musste und das Center for Independent Living ermutigte mich dazu. The Center for Independent Living, they sort of encouraged me and motivated me to do something. They had a class, and everybody understands what a role. Ich belegte damals einen Kurs am Center, um zu lernen, wie man aus dem Pflegeheim ausziehen und draußen zurechtkommen kann. Unser Lehrer, Phil Chavez, ihr kennt ihn, zeigte uns, wie man sich zum Beispiel persönliche Assistenten verschafft. Diese Klasse trifft sich 2 Tage in der Woche am CIL. Auf dem Lehrplan steht heute, wie man persönliche Assistenten anstellt. Das ist ein Rollenspiel. Jeder versteht, was das ist. Das haben wir durchgenommen. Wir spielen eine Situation, die im Alltag vorkommen kann, als Übung und Vorbereitung auf die Zeit, wenn ihr das selbst machen müsst. Für mich ist das inzwischen Routine, weil Assistenten seit vielen Jahren zu meinem täglichen Leben gehören. Beim Aufstehen und zu Bett gehen, im Haushalt und vielen anderen Dingen. Okay, so ring, ring. Die Assistentenvermittlung, bitte. Ring, ring. Hier Assistentenvermittlung, womit kann ich Ihnen helfen? Ich heiße Philip Chavez und suche einen Assistenten. Ich notiere hier mal das Stellenangebot. Soll ich es dann auf die Anschlagtafel im Center setzen, damit Interessenten Sie anrufen? Jeden Tag kommen Assistenten ins Center, um sich die Angebote anzusehen. Wenn sich jemand für Ihre Stelle interessiert, bekommt er Ihre Telefonnummer von mir und ruft Sie an. Mir wäre es lieber, wenn ich die Namen der Assistenten bekomme. Wollen Sie lieber Männer oder Frauen? Spielt eigentlich keine Rolle, aber der Assistent muss stark genug sein, um mich zu heben. Es kommt darauf an, dass ihr den Leuten genau sagt, was ihr braucht. Zu mir kam zum Beispiel einer, bei dem hörte sich alles wunderbar an, bis er mich heben sollte und dann hätte er mich beinahe fallen lassen. Kern der traditionellen Rehabilitation ist die Diagnose. Sie bestimmt unsere Behindertenkarriere vom Sonderkindergarten über Sonderwohnungen bis hin zur Sonderwerkstatt. Die Independent Living Bewegung schreibt niemanden ab. Art und Ausmaß jeglicher Behinderung ist relativ. Diagnosen sind unproduktiv. Behinderung ist kein medizinisches Problem. Alle Menschen können lernen, mehr Initiative und Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Die Methode hierzu ist Peer Counseling. Oh, no, you're given no notice at all. That's happened. Oh. Tomorrow. I will. Was hier zählt, ist, wer was von wem lernen kann. Menschen mit Behinderungen unterschiedlichster Art und unterschiedlichsten Grades können sich in und mit Hilfe dieser Gruppenarbeit entfalten. Keiner bleibt ausgeschlossen. give me a list.
For real. Du, sie spricht tatsächlich. Das ist kein Rollenspiel. Leute, sie will tatsächlich einen Assistenten. Aus dem Rollenspiel ist Wirklichkeit geworden. Das Modell der Independent Living Bewegung und des Peer Counseling erscheint übertragbar auf die vielen Lebensbereiche, in denen gegen Diskriminierung und für Selbstbestimmung und Selbstentfaltung gekämpft wird. How families relate to specifically your disability, if you grew up disabled, whether you became disabled later in life, and whether you have a good support system with your family. And this afternoon's group will be on assertiveness. Heute Vormittag nahmen wir Beziehungen innerhalb der Familie durch, wie die Familie auf unsere Behinderung reagiert, ob man als kleines Kind oder später behindert wurde und ob man gut von seiner Familie unterstützt wird. Heute Nachmittag behandeln wir im Unterricht, wie man sich gegenüber Eltern oder Geschwistern durchsetzen kann, die zu viel Einfluss genommen haben. Das sind sehr persönliche und vertrauliche Gespräche. Welche Probleme kommen da zur Sprache? Oh, you know, a lot of the usuals, you know, I have trouble with my mother. She's always trying to cook for me and she won't let me do it. Das Übliche. Ich habe Schwierigkeiten mit meiner Mutter, sie lässt mich nie alleine kochen und solche Sachen. Wir versuchen, diesen Leuten zu helfen, mehr Initiative zu übernehmen und daheim der Mutter zu sagen, ich kann mir das Essen wirklich selber machen. Wir zeigen verschiedene Methoden, sich durchzusetzen, ohne aggressiv zu werden. In dieser Gruppe gibt es viele, die noch im Elternhaus leben oder noch stark unter dem Einfluss der Eltern stehen. Für die Behörden ist das das Einfachste, diese Leute in Heimen verschwinden zu lassen. Das ist ja auch euer Problem in Deutschland und Schweden. Aber abgesehen davon, dass das unmenschlich ist, die Heime kosten ja auch viel mehr. Das ist viel teurer alles. Und die Leute lernen nichts. Aber für uns ist Geld kein Maßstab. Wir sagen niemandem, so sollst du es machen, sondern das hier ist eine Alternative. Was wir immer betonen, es ist ihre Wahl. Wir zeigen die Möglichkeiten und Wege zu einem selbstbestimmten Leben. Viele entscheiden sich, bei ihren Eltern zu wohnen. Und das ist auch in Ordnung. Aber wir können ihnen auch zeigen, wie sie selbstständiger innerhalb ihrer Familie werden können, indem sie ab und zu alleine kochen oder sich selbst anziehen oder durch Assistenten einen Teil der Hilfe selbst übernehmen, die jetzt noch ihre Familie leistet. Genau. Damit soll auch die Verantwortung besser verteilt werden. Damit soll auch der einzelne Behinderte viel mehr persönliche Macht erlangen. Und darauf kommt es an. Auf dem Lehrplan steht heute, wie man mit der U-Bahn alleine nach San Francisco zum Einkaufen fährt. In Berkeley ist das möglich. Nach dem Antidiskriminierungsgesetz von 1977 müssen in den Vereinigten Staaten alle U-Bahnen behindertengerecht sein. Eine U-Bahn, die ich nicht benutzen kann, das ist Diskriminierung. Treppen, für die es keine Rampen gibt, das ist Diskriminierung. Gebäude, die ich nicht betreten kann, das ist Diskriminierung. Daran ändern Sonderfahrdienste so wenig wie andere Sondereinrichtungen. Phil zeigt seiner Schülerin Christine, wie man einsteigt, ohne mit den Vorderrädern zwischen Bahnsteig und Zug stecken zu bleiben. Und wie man drinnen jemand bittet, die Bremsen des Rollstuhls anzuziehen. Ich kann viel mehr lernen von jemandem, mit dem ich mich identifizieren kann, als von einem nicht behinderten Experten. Unsere Umwelt bombardiert uns ständig mit Hinweisen, dass unser Leben bemitleidenswert, unerwünscht und lebensunwert ist. Viele von uns sind mit dieser Haltung aufgewachsen und glauben selbst daran. In der Independent Living Bewegung können wir uns gegen diese Gehirnwäsche impfen und Selbstvertrauen und Selbstrespekt gewinnen. Die Independent Living Bewegung
ist erfolgreich, weil sie Behinderung nicht als medizinisches, sondern als politisches Problem sieht. Behinderung ist politisch, weil wir Umverteilung der Ressourcen fordern, um die Lebensqualität aller Menschen zu erhöhen. Weil wir behaupten, dass alle Menschen einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft leisten können und niemand ausgeschlossen werden darf. Aber die Independent Living Bewegung ist vor allem deshalb erfolgreich, weil sie uns Wege zeigt, in Eigenverantwortung und Selbstbestimmung zu leben. Weil sie nicht nur unsere Umwelt, sondern auch uns selbst herausfordert.